Wir sagen alles Gute zum 15. Hochzeitstag, Ruby und Auge. Tür ist zu, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Hinspiel in den Aufstiegsspielen gegen 1860 München. Beide Trainer sind da, der Gast hat immer das erste Wort. Herr Birovka, Ihr Kommentar bitte. Ja, danke. Okay, das erste Spiel ist jetzt vorbei. Mit dem Ergebnis können wir jetzt zufrieden sein. Natürlich war der Spielverlauf sehr gut für uns heute. Gleich zu Beginn das Tor gemacht zum 1-0, dann der Standard, dann Nono Kosu mit einer riesigen Chance zum 2-0, danach die eine andere Chance von Saarbrücken überstehen müssen. Dann kam natürlich die rote Karte zum günstigen Zeitpunkt für uns. Aber trotzdem muss man sagen, dass Saarbrücken dann sehr mutig aufgetreten ist, auch mit einem Mann weniger. Uns unter Druck gesetzt hat und dann das 1-1 erzielt hat, kurz vor der Halbzeit. Und dann sieht man einfach auch, dass diese Mannschaft selbst mit einem Mann weniger, dass sie immer knallhart verteidigen muss, weil sie so viel Qualität hat, dass sie selbst mit einem Mann weniger immer wieder gefährlich werden kann. Dann nach der Halbzeit kommen wir super raus, machen das 2-1. Dann Pfostenkopfball von Sascha Mölders, der eine andere Situation, wo wir zu schlampig zu Ende gespielt haben. Dann kommt Schmidt ins Spiel, sehr gefährlicher Stürmer, macht das 2-2. Natürlich Katastrophe für uns, mit einmal mehr dann nochmal das 2-2 zu bekommen. Und Gott sei Dank haben wir hinten raus dann noch das 3-2 erzielt. Aber trotzdem, jetzt ist ein Spiel vorbei. Wir haben jetzt eine ganz ordentliche Ausgangsposition. Aber trotzdem wird es am Sonntag nochmal eine Mammutaufgabe für uns, diese Mannschaft zu verteidigen. Danke. Vielen Dank. Dirk, was sagst du zum Spiel? Ja, im Vorfeld eines solchen, ja, oder zwei solcher Spiele geht man natürlich viele Dinge im Kopf auch durch, sowohl positiv als auch negativ. Und ich glaube, zu einem dieser Horrorszenarien gehört halt, dass man ganz, ganz früh in Rückstand gerät und noch eine rote Karte frühzeitig bekommt. Diese Dinge sind leider heute eingetroffen, obwohl wir im Vorfeld immer wieder betont haben, auch wie wichtig der Kopf ist, wie wichtig die Klarheit in der Birne ist. Mit dem frühen 0-1 mussten wir natürlich erstmal umgehen, haben aber dann eine Minute später schon die Chance durch den Markus, das 1-1 zu erzielen, sind dann auch vernünftig im Spiel drin. Obwohl wir nochmal eine Großchance zulassen durch Kosu. Aber ich denke trotzdem, dass wir da gut im Spiel waren und kriegen dann natürlich nach 25, 26 Minuten schon die rote Karte. Und dass es dann natürlich nicht leichter wird, ist klar. Trotzdem kommen wir dann vor der Halbzeit durch ein wirkliches Traumtor dann von Tobi gut in die Halbzeit rein und wollten dann in der zweiten Halbzeit einfach grundsätzlich erstmal was tiefer stehen, gut verteidigen. Und hab nochmal daran appelliert, dass wir zwei Spieler haben in diesem Wettbewerb. Und wenn du dann natürlich aus der Halbzeit kommst und schon wieder sofort das Gegentor bekommst, dann, wie gesagt, dann wird auch dieses wieder nicht leichter. Ja, Fakt ist, und das war die Botschaft an die Mannschaft heute, wir waren heute in der Lage, mit 10 Mann zwei Tore gegen 60 zu erzielen. Und warum soll uns das nicht am Sonntag in 60 hoffentlich dann mit 11 gegen 11. Ja. Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft weiter an sich glaubt, dass wir alles dafür tun jetzt in der Spielvorbereitung, uns nicht aufgeben, sondern das Positive aus diesem Spiel mitnehmen. Wir haben zwei Tore, wir sind zweimal zurückgekommen, in Unterzahl, auch wenn man dann sagen muss, natürlich musst du so ein Spiel dann irgendwie mit Mann und Maus so verteidigen, dass es 2-2 endet, aber die Ausgangssituation hat sich nur unwesentlich verändert. Dann müssen wir halt zwei Tore auswärts schießen. Und wir haben in dieser Saison oft genug bewiesen, dass wir dazu in der Lage sind. Und so gehen wir die nächsten zwei, drei Tage jetzt an. Vielen Dank. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen, damit das Mikrofon kommen kann. Wer noch keine Frage hat, hat Zeit, sie sich zu überlegen, denn die erste Frage geht immer an Horst Fried. Ja, der wird noch am Kram stehen, hat ein Tor gemacht, was er ganz gut war, der eventuell auch die ganze Zeit hat spielen können. Kann eine Lage gewesen sein. Ja, natürlich. Aber wir wollten jetzt erstmal das Zentrum stabilisieren. Dadurch habe ich einen Fanner reingebracht. Wir wollten nach vorne hin trotzdem ein gewisses Tempo auch haben. Deswegen haben wir Tobi dann vorgezogen. Und ja,
nach 60 Minuten kam dann, glaube ich, auch Paddy, um dann nochmal natürlich hinten raus mehr Tempo zu bekommen. Haben wir das auch gut umgesetzt dann. Ein schöner tiefer Ball von Markus, wo der Paddy gut erläuft, einen guten Haken schlägt und dann auch gut abschließt. Ja, mit Sicherheit hätte er auch 45 Minuten spielen können, denke ich auch. Gibt es weitere Fragen? Dominik, Mikrofon kommt. Dirk, kann ich zwei Fragen. Was denn hat er umgestellt, was den Jakob rausgeholt? Das sah nach dem Wunsch nach mehr Stabilität aus. Trotzdem war gerade die rechte Abwehrseite in der zweiten Halbzeit, ich glaube, wahrscheinlich noch kein Duell gewonnen. Warum war es denn besser zu verteidigen? Sind ja beide Tore durch die Seite gefallen. Ja, grundsätzlich war klar, habe ich ja gerade erwähnt, dass wir in der Halbzeit das Zentrum stärker machen wollten, ne, haben dann in einem 4-3-2 gespielt. Klar mit der Gefahr, dass die Außen eventuell etwas offener werden, aber wir wollten auch zwei Spitzen vorne behalten, damit wir auch jederzeit in der Lage sind, auch nach vorne hin noch was zu machen und mutig anzulaufen. Ich glaube, wir hatten heute auf beiden Seiten ein paar Probleme und dass dort bei 60 Qualität und Tempo ist, das wussten wir im Vorfeld. Und dann liegt es halt an jedem Einzelnen auch, seine Tagesform so zu erreichen, dass man die Qualitäten des Gegners abstellen kann. Und da haben wir heute mehrfach das Nachsehen gehabt. Und